Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 90. Der Feind meines Feindes. Nachdem der Harry aus der Zukunft ihn allein gelassen hatte, stand der aktuelle Harry eine Weile bewegungslos im Raum und er dachte angestrengt nach. Was könnte er den anderen erzählen, damit sie ihm ohne zu murren folgen würden? Unverhofft betraten Severus und Hermine sein Hotelzimmer und sie fanden ihn regungslos in der Zimmermitte stehend vor. Harry? Fragte Severus vorsichtig, nachdem er das auf dem Boden liegende, zerschellte Geschirr vom Frühstück bemerkte. Die Stimme seines Kollegen ließ ihn sofort wieder klar denken und er folgte allein seinem Instinkt, als er aufgebracht sagte: Wir müssen weg! Sofort! Packt eure Sachen und wartet im Foyer! Hermine kam auf ihn zu und forderte eine Erklärung, indem sie fragte: Was ist passiert, Harry? Er ergriff sie an den Oberarmen und drückte zu, um seinen Entschluss deutlich zu machen, bevor er befahl: Geht in euer Zimmer und packt eure Sachen! Sie schüttelte den Kopf und wollte widersprechen, doch Severus sagte: Hermine, kommen Sie, wir tun besser, was er sagt. Das war ja leicht gewesen, dachte Harry, als er mit hochgezogenen Augenbrauen dabei zusah, wie Severus Hermine aus dem Zimmer begleitete. Er hatte mit viel mehr Widerspruch gerechnet. Fragen über Fragen von Hermine und skeptische Bemerkungen von Severus. Aber gerade Severus musste den Ernst der Lage gerochen haben, vermutete Harry. In 0, nichts hatte Harry per Wort und stablosem Zauber nicht nur die Unordnung auf dem Boden beseitigt, sondern auch Annes Koffer und seine eigenen Sachen gepackt. Mit dem Gepäck ging er zu Hermine und Severus hinüber. Die Tür des anderen Zimmers stand offen, sodass er ohne anzuklopfen eintrat, um nachzusehen, wie weit die beiden schon waren. Es war offensichtlich nicht bemerkt worden, denn Hermine und Severus redeten miteinander. Harry wollte seine Ankunft nicht geheim halten und sich ankündigen, doch bevor er etwas sagen konnte, hörte er Severus' Worte. Sie sind doch einer seiner engsten Vertrauten. Warum sträuben Sie sich dann so, einfach zu tun, was er verlangt? Weil ich ihn als seine beste Freundin sehr gut kenne und das da drüben war nicht mein Harry, erklärte Hermine. Harry stutzte und lauschte weiter, wie Severus sagte. Ich bitte Sie. Nur weil er etwas durch den Wind war, heißt es doch noch lange nicht, dass er nicht Harry ist. Ich möchte noch mal mit ihm reden und wissen, warum wir packen sollen. Das macht doch alles keinen Sinn, meckerte Hermine. Harry hörte Severus seufzen und diesen Moment nutzte er, um sich zu offenbaren. Severus? Hermine? Seid ihr fertig? Fragte er, während er sein Gepäck im Flur abstellte. Sofort stützte sich Hermine auf ihn und fragte verzweifelt und gleichermaßen aufgeregt. Erklärst du es mir bitte? Ich verstehe dich nämlich nicht. Seufzend kam Harry einige Schritte näher, sodass er endlich im Zimmer stand und Severus auf dem Bett sitzen sehen konnte, bevor er sagte: Vertrau mir einfach, ja? Er klang sehr flehend und das musste Hermine überzeugt haben. Aber später, da erklärst du es mir, Harry. Darauf bestehe ich, sagte sie bestimmend, bevor sie sich seiner Bitte beugte und sie mit einem Zauber all ihre Sachen packte. Severus war bereits damit fertig, denn er war Harrys Aufforderung längst nachgekommen. Anne und Sirius kommen gegen 2:30. Es wäre schön, wenn wir... Hermine unterbrach ihn und fragte spottend. Was denn? Bist du jetzt auch noch unter die Hellseher gegangen? Woher willst du wissen? Sei still, forderte Harry aufgebracht und Hermine zuckte kurz zusammen, bevor sie ihm aufmerksam zuhörte. Es wäre schön, wenn wir kurz vor 2:30 unten im Foyer warten könnten, um die beiden gleich abzufangen. Wir checken dann in aller Ruhe,
Er blickte Hermine eindringlich an. Dort aus und fahren zurück nach Inverness. Hermine wusste überhaupt nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollte. Was war nur mit Harry los? Harry? Fragte sie ängstlich, sodass ihm sein aufbrausendes Verhalten schnell leid tat. Sei mir bitte nicht böse, Hermine, aber einmal in meinem Leben will ich von Anfang an alles richtig machen. Ich will niemanden, er stockte, von euch verlieren. Hermine und Severus tauschten einen bedeutungsschweren Blick aus, bevor Harry mit geschlagener Stimme anfügte. Ich bin mit dem Gepäck schon unten in der Eingangshalle. Kommt ihr gleich nach? Hermine nickte zögerlich und begann gleich darauf, den Rest ihrer Sachen zu packen. Unten im Foyer warteten Severus und Hermine nebeneinander auf einer Sofaecke sitzend, während Harry auf- und abging und immer wieder seinen Blick durch die Fenster nach draußen auf die Straße richtete. Hermine war unruhig, was Severus und jeder andere, der sie erblicken würde, daran erkannte, dass sie nicht stillsitzen konnte. Mehrmals rutschte sie auf der Sitzflasche nach vorn, nur um wenig später wieder nach hinten zu rutschen. Dabei stieß sie mehrmals mit dem Knie an seines, bis er leise sagte, sodass Harry ihn nicht hören konnte. Eines hat das Wochenende bestätigt, nämlich dass sie als Spion definitiv nicht in Frage kämen, Hermine. Entgeistert bis böse blickte sie ihn daraufhin an, sodass er schäkernd hinzufügte. So wie sie nervös hin und her rutschen, stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob als erstes der Bezug der Couch abgewetzt sein wird oder ob mein Knie bereits eine bläuliche Verfärbung aufweist. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie ihm einige Male versehentlich gestoßen haben musste, sodass sie sich zwang, ruhig zu sitzen, bevor sie leise sagte. Entschuldigung. Severus ging auf ihre Entschuldigung gar nicht ein, denn er bemerkte durch das Fenster hindurch Miss Adair und Black, die zum Eingang des Hotels schlenderten. Auch Hermine bemerkte die beiden und schaute gleich darauf auf ihre Armbanduhr. Es war kurz vor 2:30. Genau wie Harry es vorhergesagt hatte. Aufgebracht erhob sich Severus von der Couch und eilte, wie Harry auch, zur Drehtür des kleinen Hotels, um die beiden in Empfang zu nehmen. Kaum war Black eingetreten, flüsterte Severus vorwurfsvoll. Sie Idiot. Im ersten Moment konnte Harry nicht nachvollziehen, warum Severus ihn so angeblafft hatte. Doch dann fiel es ihm ebenfalls auf, und er machte seinen Patenonkel flüsternd auf dessen schwerwiegendes Fehlverhalten aufmerksam, indem er fragte, Sirius, warum bist du nicht Tatze? War alles, was Sirius entgegnen konnte. Er war vorhin Anne gefolgt, indem er auf die Straße appariert war. Die ganze Zeit über war er mit ihr durch die Gegend geschlendert, um zu reden, was in der Form eines Tieres nicht möglich gewesen wäre. Er hatte schlichtweg vergessen, dass man ihn hier nur als Hund kannte. Sirius, du wartest im Auto, sofort! Befahl Harry und Sirius gehorchte, obwohl sein Gesichtsausdruck zeigte, dass er verwirrt schien. Bevor Anne etwas sagen konnte, schleifte Harry sie zur Rezeption und erklärte ihr auf dem Weg dorthin, dass sie jetzt sofort auschecken wollten. Anne war zwar überrascht, jedoch gehorchte sie ohne Murren. Während der Autofahrt zurück nach Inverness, die Sirius nun in seiner normalen Gestalt angetreten hatte und jetzt vorn neben Anne saß, herrschte eisige Stille. Niemand wagte es, ein Wort zu verlieren, bis Severus es nicht mehr zurückhalten konnte. Seine Hände ballten sich zu Fäusten und er holte aufgeregt Luft, bevor er an Hermine gerichtet fragte. Sagen Sie, hätten Sie noch welche von diesen Tabletten gegen Reiseübelkeit? Ihr vor Kummer geplagtes Gesicht entspannte sich und sie musste aufgrund der Frage sanft lächeln, bevor sie erwiderte. Ja, sicher. Sofort kramte sie in ihrer Handtasche, die sie zwischen ihren Beinen abgestellt hatte. Er erhaschte einen Blick auf den Inhalt und kam zu dem Schluss, dass er alles schon einmal gesehen hatte. Der Inhalt ihrer Tasche war ihm genauso vertraut wie die Frau, der die Tasche gehörte. Nachdem sie in Inverness den Leihwagen abgegeben hatten und sich alle fünf zu Fuß auf den Weg zu einer abgelegenen Brücke machten, damit sie ungesehen vor die Tore von Hogwarts apparieren konnten, brach Sirius das Schweigen, denn er sagte aufgebracht.
Es war ein wenig übertrieben, sofort aufzubrechen, nur weil wir uns ein wenig in den Haaren hatten. Harry stutzte, wie auch Severus und Hermine. Doch Harry war derjenige, der als erster erklärte: Das hat damit doch überhaupt nichts zu tun, Sirius. Wir mussten weg. Ach ja, warum mussten wir dann weg? Weil Severus die Nase voll hatte, oder? Bluffte Sirius. Bevor Severus sich verteidigen konnte, forderte Hermine an Harry gewandt: Dann erkläre uns mal allen, warum wir deinetwegen so abrupt aufbrechen mussten. Harry blieb an einer verlassenen Bootsanlegestelle stehen und drehte sich zu den Vieren um, weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Er atmete tief ein und aus und erklärte dann: Vielleicht steht morgen etwas darüber in der Muggelpost. Wir sollten jetzt apparieren. Seine Worte klangen kraftlos, sodass niemand mehr etwas dagegen halten wollte. Sirius apparierte mit Anne in ihre Wohnung, blieb jedoch nicht dort, weil sie um etwas Zeit für sich gebeten hatte, sodass er nach kurzem Gespräch mit ihr gleich nach Hogwarts apparierte und dort erneut auf Hermine, Harry und Severus traf. Severus grinste fies und fragte stichelnd: Was denn? Vor die Tür gesetzt worden? Es war kein aggressiver Blick, den er Severus zuwarf, sondern einer, der mit Schuldgefühlen durchtränkt war. Sirius würde es natürlich niemals erzählen, aber Anne hatte, nachdem sie vorhin während des Spaziergangs in Aberdeen seiner Geschichte über Brenda und die Verknüpfung mit Severus gelauscht hatte, ihm gerade eben in ihrer Wohnung klargemacht, dass sie heilfroh darüber sein würde, ihn früher nie gekannt zu haben. Als Sirius nachgefragt hatte, wie sie das meinen würde, hatte sie ehrlich geantwortet: Weil du früher offensichtlich einer von genau den Kerlen gewesen warst, deren Typ ich gar nicht ausstehen kann. Du warst damals ein kleiner Casanova, aber das ist es gar nicht mal, was so schlimm ist. Sie hatte geseufzt, bevor sie noch leise angefügt hatte: Du warst gemein und hinterlistig, Sirius, und sowas kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Ich dachte bisher immer, du wärst nett. Aber ich bin nett, hatte Sirius ihr versichern wollen. Sie schüttelte den Kopf und erklärte: Weißt du, in der Schule war ich eine graue Maus, weil ich keine Markenklamotten getragen habe und ich mit meinem Musikgeschmack aus der Reihe getreten bin. Der ließ sich halt nicht mit den aktuellen Charts vereinbaren. Ich wusste nicht einmal, welche Band gerade in ist. Ich habe mich nie dem Zwang ausgesetzt, mich anpassen zu müssen, um Freunde zu finden, und bin deswegen gemieden worden. Weißt du überhaupt, wie das ist, wenn man beim Sportunterricht als eine der Letzten für ein Team ausgewählt wird, das von einem Mitschüler zusammengestellt wird? Dabei war ich gar nicht mal schlecht in Sport. Aber Bess und ich waren immer die Letzten, die man ausgewählt hat. Du glaubst gar nicht, was wir uns alles von unseren Schulkameraden gefallen lassen mussten. Was man uns für Schimpfworte an den Kopf geworfen hat, nur weil Bess eine Streberin war und ich Klamotten von der Stange getragen habe. Kinder können echt grausam sein, aber Jugendliche können noch viel mehr verletzen, weil die mit ihren Bemerkungen weit unter die Gürtellinie gehen. Nach dem, was ich von Arthur, Remus oder dir gehört habe, ist Harry in der Schule genauso ein Außenseiter gewesen wie Snape und ich. Und Harry hat sich sogar mit anderen Außenseitern verbündet. Und auch er hatte mit solchen Idioten zu kämpfen wie Snape und ich. Du weißt natürlich nicht, wie man sich bei so einem Mobbing in der Schule fühlen könnte, nicht wahr? Du warst für alle ja immer der tolle Typ, richtig? Dich hat es nicht auch nur eine Sekunde lang interessiert, was deine blöden Kommentare oder deine Scherze bei jemandem anrichten könnten. Frag doch mal Harry, wie er sich immer gefühlt hat, wenn Draco ihm das Leben schwer gemacht hat. Frag ihn ruhig mal. Bess könnte dir auch einige Geschichten aus der Schulzeit erzählen, was man mit dir alles angestellt hat. Aber dich würden diese Anekdoten vielleicht sogar belustigen? Bist ja immerhin einer von denen, oder? Annes Worte hatten Sirius tief getroffen und zum Nachdenken angeregt. Im gemeinsamen Wohnzimmer angekommen, setzte er sich wortlos auf die Couch und dachte nach. Er erinnerte sich an Harrys viertes Schuljahr und an den Briefwechsel, den er mit seinem Patensohn geführt hatte. Aus jedem Satz hatte Sirius damals herauslesen können, wie sehr Harry unter den Gehässigkeiten seiner Mitschüler gelitten hatte. Harry hatte damals geschildert, dass fast alle Schüler Anhänger tragen würden, auf denen Potter stinkt geschrieben stand. Und weil er sich zu diesem Zeitpunkt auch noch mit seinem besten Freund Ron zerstritten hatte, was Hermine zwischen zwei Stühle hatte stehen lassen, hatte er für Harry den einzigen Kontakt dargestellt, von dem er sich ernst genommen fühlte und von dem er nicht veralbert worden war.
In den Kerkern angekommen, zog Severus den Stuhl vom Tisch, damit Hermine ihre Tasche darauf abstellen konnte. Sie seufzte und fragte dann ihren Professor. Haben Sie eine Ahnung, was mit Harry los sein könnte? Severus zuckte einmal mit den Schultern und erwiderte. Es gibt viele Vermutungen, die ich habe. Er könnte eine Vision gehabt haben, so geschockt wie er ausgesehen hatte. Harry muss das Tablett fallen gelassen haben, was darauf hinweist, dass er entweder von einer Vision heimgesucht worden war oder dass er sich mächtig erschrocken haben muss. Wenn letzteres zutriefe, wovor hätte er sich erschrecken können? Hatte er einen Geistesblitz? Oder war es ein plötzliches Bauchgefühl, weswegen er der Meinung war, wir wären dort nicht mehr sicher? Hermine hörte aufmerksam zu, als Severus seine Kombinationsgabe offenlegte. An das am Boden liegende Tablett hatte sie gar nicht mehr gedacht, weil sie diesem Fakt keine Wichtigkeit beigemessen hatte. Eine Sache war jedoch nicht klar, weswegen sie fragte. Ich dachte, man würde sich an Visionen nicht erinnern können. Nein, Hermine, an Prophezeiungen kann man sich nicht erinnern. Visionen sind etwas anders. Sie kennen dieses Gehabe von Sibyl, oder? Mit ihrem aufgebrachten Gefuchtel und ihrer bedeutungsschwangeren Vorhersagen, dass nächste Woche ein Schüler den Tod finden würde? Erklärte Severus mit Verachtung in der Stimme, sodass Hermine grinsen musste. Severus erzählte weiter. Ich selbst habe mich oft auf meinen Instinkt verlassen, was mir mehrmals das Leben gerettet hat. Vielleicht hatte Harry jedoch auch kurz zuvor mit jemandem eine Unterhaltung geführt, möglicherweise mit einer Angestellten des Hotels. Und er hat Informationen erhalten, die ihn dazu nötigten, solche drastischen Schritte einzuleiten. Was aber nicht erklären würde, warum er es uns nicht einfach gesagt hat. Wenn er etwas herausbekommen hätte, dann hätte er doch einfach erklären können, was geschehen ist. Da haben Sie recht, und das bringt mich dazu anzunehmen, dass der Grund für Harrys Entscheidung, den Mund zu halten, möglicherweise einer ist, von dem er glaubt, wir könnten ihn schwerlich nachvollziehen. Es gibt nicht viele Punkte, die erklären könnten, warum er so ein Geheimnis daraus macht. Es könnte was Lapidares sein, wie beispielsweise falsche Verlegenheit, falls er tatsächlich eine Vision gehabt hätte. Möglicherweise könnte er es aber absichtlich verbergen wollen, weil wir es einfach nicht wissen dürfen. Es schien so, als wüsste er, dass etwas Schlimmes geschehen würde, wenn wir in Aberdeen geblieben wären, wenn er sogar die morgige Ausgabe der Muggelpost empfiehlt. Was also hätte ihn veranlassen können? Ein Zeitumkehrer? Unterbrach Hermine. Severus stutzte und blickte sie mit großen Augen an, bevor er zugab. An diese Alternative hatte ich gar nicht gedacht, aber Sie haben recht. Das könnte eine Möglichkeit sein, weshalb er nichts Genaues sagen wollte. Ja, weil nämlich der nicht abgesegnete Gebrauch eines Zeitumkehrers vom Ministerium schwer bestraft wird. Meckerte sie, die innig hoffte, dass Harry kein solches Gerät verwendet hatte. Severus hingegen zuckte einmal gelangweilt mit den Schultern, bevor er entgegnete. Möglicherweise würden Sie anders darüber denken, Hermine, wenn Harry unter anderem damit ihr Leben gerettet haben sollte. Severus' Worte ließen sie die Situation überdenken und letztendlich stimmte sie ihm zu, dass man bis zum nächsten Tag abwarten sollte. Vielleicht würde, wie Harry es vorhergesagt hatte, tatsächlich etwas in der Muggelpost stehen, denn das war eine der wenigen Tageszeitungen, die auch ausführlich über Ereignisse in der Muggelwelt berichtete. Hermine hatte schon etliche Ausgaben dieser Tageszeitung gelesen, denn Arthur hatte sie abonniert. Ich hole meinen Kniesel bei Hagrid ab. Ich bringe Ihren Hund auch gleich mit, ja? Schlug Hermine vor. Ja, das wäre sehr nett von Ihnen, erwiderte er freundlich. Es war kurz nach 10 Uhr abends, doch Hagrid war noch wach. Er grüßte Hermine freundlich und bat sie, auf einem seiner übergroßen Stühle Platz zu nehmen. Einen Tee, Hermine? Fragte Hagrid mit breitem Lächeln, doch sie lehnte ab. Seit wann trinkst du keinen Tee mehr bei mir? Es ist schon so spät und ich habe eine lange Fahrt hinter mir. Sei mir deswegen nicht böse. Ich wollte mich herzlich bedanken, dass du auf meinen Kniesel und auf Severus' Hund aufgepasst hast. Ich hoffe, die beiden haben keinen Ärger gemacht, sagte sie. Ärger? Nicht im geringsten. Komm mal mit, sagte Hagrid, der bereits zu einer Ecke des Zimmers ging und sie ihm folgte.
Hermines Blick fiel auf einen riesigen Korb mit Decken und Kissen und in ihm lag Harry mit wachen und rotierenden Ohren auf einer Seite, während Hermines bisher namenslose Knieselmischung sich an den Bauch des Hundes gekuschelt hatte. Der Kniesel schlief fest, aber Harry blinzelte bereits, war jedoch zu faul, um etwas anderes außer den Ohren und den Augenlidern zu bewegen. Die haben heute nach dem Fressen fast die ganze Zeit miteinander gespielt und dann da drin gepennt. Ist das nicht goldig? Fragte Hagrid, ohne darauf eine Antwort zu erwarten. In dem Moment, als Hagrids tiefe, brummende Stimme ertönt war, war auch der Kniesel aufgewacht und er hatte sich gleich darauf gestreckt, was wiederum Harry zum Aufstehen animiert hatte. Hermine ging vor dem Korb in die Knie und lächelte, als der Kniesel ihre Hand mit dem Kopf anstieß, bevor sie sagte: Die kommen ja bestens miteinander aus. Ich nehme Severus' Hund gleich mit, er wartet schon. Kommst du eigentlich gut mit ihm klar? Fragte Hagrid. Weil Hermine einen fragenden Gesichtsausdruck machte, erklärte er: Na, mit Snape meine ich. Ich finde, er ist in letzter Zeit etwas, wie soll ich sagen, wäre ein knallrümpfiger Kröter, würde ich sagen, er ist mittlerweile handzahm geworden. Hagrid lachte grollend und Hermine lachte mit. Sag ihm bloß nie, dass du ihn mit so einem Kröter verglichen hast, Hagrid, legte sie mit breitem Grinsen nahe und er versicherte ihr, niemals etwas Ähnliches zu irgendjemandem zu sagen, weil er sehr an seinem Leben hängen würde. Vielen Dank nochmal, Hagrid. Du bist wirklich der Einzige, dem ich ein Tier ohne zu zögern anvertrauen würde, sagte sie lobend, bevor sie ihn wegen seiner Größe um die Taille herum umarmte und sich gleich darauf verabschiedete. Severus saß an seinem Schreibtisch und erledigte die Arbeiten, die gestern liegen geblieben waren. Es waren Aufgaben der 7. Klasse. Dracos Aufsatz war, ohne dass er ihn aufgrund persönlicher Beziehungen bevorzugen würde, die beste aller Arbeiten, was ihn zufrieden schmunzeln ließ. Severus hörte, wie sich jemand seiner Tür näherte, und als sie sich öffnete, trat Hermine herein. Severus, ihr Hund, sagte sie, während sie arge Mühe hatte, mit dem Kniesel auf dem Arm Harrys Leine festzuhalten, denn der wollte mit wedelndem Schwanz zu seinem Herrchen stürmen. Bringen Sie ihn doch bitte in meine Räume, bat er. Da sie ihn etwas verwundert anblickte, erklärte er: Das Gemälde hat die Anweisung erhalten, dem Harry jetzt auch Ihnen Zutritt zu gewähren. Oh, ja, sicher, sagte Hermine, die im ersten Moment gar nicht begreifen wollte, dass ihr sonst so verschlossener Professor ihr Zugang zu seinen persönlichen Räumen gewährt hatte. Wahrscheinlich hatten einige Personen in Hogwarts dieses Privileg erhalten. Sicherlich durften Albus und Minerva, sogar Filius und Pomona bei ihm ein- und ausgehen. Das Gemälde von Snapes Gemächern betrachtete sie mit gekräuselter Nase von oben herab, öffnete jedoch wortlos, sodass sie den Hund zunächst loslassen konnte. Auch ihren Kniesel ließ sie im Wohnzimmer laufen, damit sie Harry von seiner Leine befreien konnte. Während sie beim Hund kniete, rannte ihr Kniesel zu einer anderen Tür. Bleib hier, rief sie ihm hinterher. Doch schon war er durch einen Türspalt hindurch in ein anderes Zimmer verschwunden. Oh, verdammt, fluchte sie ihm leise hinterher. Hermine ging zu der anderen Tür hinüber und schwang sie auf. Der Raum entpuppte sich als das, was sie befürchtet hatte: Severus' Schlafzimmer. Ihr Kniesel sprang gerade von einem gepolsterten Stuhl hinunter und rieb sein Gesicht an ein paar Büchern, die auf dem Boden abgelegt worden waren. Als sie auf das schwarze Tier zuging, hüpfte es wagemutig hin und her. Ich will jetzt nicht spielen. Komm her, wir gehen nach drüben, sagte sie in sanftem Tonfall. Doch dem Kniesel war jetzt nach Spielen zumute. Wenn sie sich ihm näherte, wartete er sprungbereit ab, damit er übermütig weglaufen konnte, wenn sie ihm gefährlich nahe gekommen war. Zuletzt rannte er unter das große Bett und Hermine seufzte. Jetzt gab es nur zwei Möglichkeiten.
Sie könnte zu Severus gehen und ihm erklären, dass der Kniesel in sein Schlafzimmer gelaufen war und sie sich nicht ohne Erlaubnis darin aufhalten wollte, um ihn wieder einzufangen, was ihr sicherlich eine spitze Bemerkung seinerseits einbringen würde. Die Alternative dazu war, den Kniesel so schnell wie möglich einzufangen und nie ein Sterbenswärtchen über den Vorfall von sich zu geben. Sie entschied sich für die letztere Möglichkeit. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.